bei den Falschen. 19 Punkte Vorsprung. 11 von 13 sind wir sogar und 12 von 14. Formation im Schnitt über 15 Punkte, im Schnitt über 33 Minuten. Und dann war er lange, lange verletzt und kommt jetzt so langsam wieder. Spielt mit Goran Dragic bei den Miami Heat. Sein Bruder immer noch sehr erfolgreich in der NBA. Und Goran Dragic sicherlich eine enorme Bereicherung hier für die Easy Credit BBL. Anderson für drei. Wahrlich kein High-Scoring-Game. Bei 101 Punkten im Schnitt für Kreisheim in dieser Saison. Anderson. Aber das war nicht geschickt von an. Turnover im BC. Da geht das Spiel schon in den ersten 5 Minuten komplett den Bach runter. Dreier von Anderson. Auch der passt. Jetzt also mit der Nummer 9 dabei. Starker Verteidiger, starker Distanzschütze. Gut gespielt von Anderson. Zweite Saisonniederlage. Kassier, Jelovic. Auch mit keiner besonders guten Leistung, hat sich da ein bisschen wehgetan eben, kein Foul gepfiffen. Was das angeht, also eine ziemlich ausgeglichene Bilanz, ausgeglichen auch die Rebounds, 17 bei beiden Mannschaften. Dominik Lockhart wieder von draußen und auch Anderson gegen Verteidigungsminister Wallace. Wurf gegen Tess Robertson, ebenfalls natürlich wissen Sie, recht stark in der Defense. Und gibt natürlich bei den Slowenen, muss man auch mal erwähnen, damals auch mit dabei, Luka Doncic, der jetzt in Dallas in der NBA richtig für Furore sorgt. So, Göttingen in Lila, Anderson gegen Hayes and One. Schön durchgesteckt und jetzt. Ah, ist direkt da. Anderson. Gefällt mir gut. Das, was er macht, hat halt den Fuß. Hält die Bayern im Spiel 29-28 der Spielstand. Und Anderson steht, aber da muss er einfach kühler bleiben. Die Situation besser ausnutzen, anstatt so schnell abzuschließen. Anderson in seiner Augen. Bajic mal, Bajic hält dagegen. Eröffnet dieses Spiel mit Alex Wolf. Ian Anderson, der hat beim Warm-up schon wieder einige wilde Würfe genommen. Jetzt sieht er das erste Mal. Wurf für die BG. Das ist Sitkowski im Low-Post gegen Brambley übrigens. Mismatch-Situation und dann ist da Anderson draußen. Will nochmal die Sinne schärfen seiner Jungs. Er weiß, dass es fast geschafft ist hier mit dem ersten Saisonsieg. Boah, das war wirklich gut verteidigt von Lockhart, aber Ramon Jones macht den, will auch noch das Foul haben. Ich glaube, das war es nicht. Also, no call. Koponen völlig frei. Koponen, ja, zweitbeste Werfer prozentual der BBL, über 55% von Downtown trifft er überboten nur von seiner Mannschaftslinie. Und legt wieder für Gießen nach. Rama! Zickner steckt ja durch auf Eriksson, der liegt ab auf Noko. Und Movia geht der zwischen. Anderson, schnelle Beine. Die kommt jetzt, die haben den Ball. Schmeißt der MBC das nächste Spiel weg. Fünfter Ballverlust war das gerade von Jovan Novak. Kian Anderson! Den Ball da zu lange. Außer der bleibt angekündigt, ein bisschen was wieder gut machen nach dieser
Eine deutliche Niederlage zuletzt. Vor allen Dingen Hertha verteidigen. Da sehen wir noch nicht so viel von. Das sind freie Turnaround hier sein. In den nächsten ein, zwei Minuten. Dass Göttingen hier nochmal so richtig Hoffnung schöpft. Boah, Anderson, was für ein Crossover. Und da ist der Dreier. Anderson im Duell mit Brown, Ossetkowski und Lockhart. Anderson mit Helm, zwei Punkte. Anderson, Mismatch mit Barthe. Ja, täuscht er dreimal an und plötzlich besser funktioniert. Anderson. Bayern mit dem Rücken an der Wand gewesen. Und diese mit dem Rücken zum Korbspiele, die reißen es ein bisschen raus. Drei, Andrich. Pass. Nachdem sie vor ein paar Wochen noch gegen den Abstieg gekämpft haben. Das Kapitel dürfte eigentlich vollendet sein. Wunderbares Anspiel. 47-43. Ja. Leuchte. Hat, also ganz genau wissen wir es nicht. Anderson ist der Mann. Ist nicht auf dem Parkett. Wo ist Kian Anderson? Hier ist er. Anderson, oh, was für eine Hektar, was für ist taktisch an. In der Schlussphase, eine Schwung, Fouls offensichtlich, ist ja auch noch nicht nötig. Goaltending. Tippt er den Ball Richtung Ring. Anderson. 10 Sekunden für Kian Anderson, kein Problem, den Ball sehr schnell nach vorne zu bringen und dann auch abzuschließen.